Hey, willkommen zu einem neuen Video. China ist ein Land mit einer jahrtausendealten Geschichte, einer reichen Kultur und alten Traditionen. Die laufenden archäologischen Entdeckungen haben die Menschen auf der ganzen Welt seit Jahrhunderten in Erstaunen versetzt. Einige dieser Funde sind ziemlich erschreckend. Heute zeigen wir euch die 20 gruseligsten Dinge, die in China gefunden wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Vor langer Zeit, tief in den alten Wäldern Chinas, lebte ein kleiner Vogel, der perfekt in die Ära der Dinosaurier passen würde. Dieser Vogel hatte ein bemerkenswertes Merkmal, einen Schädel, der auf unheimliche Weise dem des T-Rex ähnelte. Dieser uralte Vogel mit dem Namen Oculodentavis kauengrae war etwa so groß wie ein Bienenkolibri und lebte vor etwa 120 Millionen Jahren im Mesozoikum. Seine unglaubliche Größe ermöglichte es ihm, durch dichte Wälder zu navigieren und viel größeren Raubtieren auszuweichen. Sein T-Rex-ähnlicher Schädel gibt uns jedoch einen Einblick in eine Welt, die für jedes Lebewesen unbewohnbar gewesen wäre. Die Vorstellung, dass riesige Dinosaurier die Erde bevölkerten, mag zwar aufregend sein, aber für den Menschen wäre sie nicht lebenswert gewesen. Die Entdeckung dieses uralten Vogels ist bedeutsam, weil sie unser Verständnis der Evolution der Vogelarten in Frage stellt. Der T-Rex-ähnliche Schädel von Oculodentavis kauengrae hat die Debatte über die Verbindung zwischen Vögeln und Dinosauriern weiter angeheizt, da einige Experten glauben, dass der kleine Schädel dieses Vogels die Theorie bestätigt, dass Vögel von Dinosauriern abstammen. Nummer 19. Es gibt viele Geisterstädte auf der Erde, aber eine davon ist das Dorf Fengmen in der Stadt Qingyang in der Provinz Henan. Die Geschichten, die sich um diese Gegend ranken, sind erschreckend und wenn man das Dorf betritt, zittert selbst der Mutigste vor Angst. Das Dorf Fengmen ist seit über 50 Jahren verlassen. Einer lokalen Legende zufolge ist das Dorf seit über einem Jahrhundert verflucht und jeder, der es betritt, läuft Gefahr, von Geistern besessen zu werden. Das Dorf war einst die Heimat einer wohlhabenden Gemeinde, doch seine Bewohner verschwanden über Nacht und ließen nur ihre Habseligkeiten zurück. Trotz aller Warnungen beschloss ein Forscherteam, den Ort zu erkunden. Dies erwies sich jedoch als Fehler, denn die Nächte waren erfüllt von unerklärlichen Geräuschen und übernatürlichen Erscheinungen. Einige der Forscher waren nach diesem Vorfall nicht mehr dieselben und sie verließen den Ort mit Geschichten über Dinge, die sie sich nicht erklären konnten. Menschen, die in der Nähe des Dorfes leben, berichteten sogar, dass sie von unsichtbaren Händen berührt wurden. Nummer 18. China beherbergt ein recht eigenartiges und faszinierendes Phänomen, den Eierlegenden Berg, besser bekannt als Mount Gandeng. Dieses geologische Wunder in der östlichen Provinz Shandong soll alle 30 Jahre Steineier legen. Die Geschichten, die sich um den Berg ranken, sind äußerst faszinierend und es gibt viele Hinweise auf lokale Mythen und Legenden, die das seltsame Phänomen erklären. Nach einer chinesischen Legende entstand der Berg durch einen Drachen, der ein Ei legte, aus dem der heutige Berg Gandeng schlüpfte. Wissenschaftler haben versucht, das Phänomen zu erklären, aber es bleibt bis heute ein Rätsel. Einige glauben, dass der Berg aus Sedimentgestein besteht, das in regelmäßigen Abständen erodiert und die kugelförmigen Steine unter der Oberfläche freilegt. Auch die Tatsache, dass die Eier nur alle 30 Jahre erscheinen, bleibt ein Rätsel. Der Berg Gandeng ist über 600 Millionen Jahre alt und damit einer der ältesten Berge Chinas. Die Legende besagt, dass die Steineier des Berges magische Kräfte besitzen, Glück bringen und vor bösen Geistern schützen. Würdet ihr es wagen, ein Steinei mit nach Hause zu nehmen? Nummer 17. Die Longman-Höhlen befinden sich 12 Kilometer südlich von Luoyang in der Provinz Henan. Eine der bekanntesten Mythen über die Höhlen besagt, dass ein Mönch einen Traum hatte, in dem ihm gesagt wurde, er solle den Felsen aushöhlen, um zukünftige Überschwemmungen zu verhindern. Diese atemberaubenden Höhlen bilden einen beeindruckenden Komplex buddhistischer Felsentempel aus den Jahren 493 bis 907. Jeder von ihnen ist mit bemerkenswerter Handwerkskunst und Detailgenauigkeit ausgeführt, was ihnen eine bedeutende religiöse Bedeutung verleiht. Die größte Statue in der Höhle ist über 17 Meter hoch und wiegt mehr als 1000 Tonnen. Sie ist als Vairocana-Buddha-Statue bekannt. Die Höhlen wurden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts allgemein bekannt und erforscht, als die Stätte als archäologische Fundgrube anerkannt wurde. Es wird auch vermutet, dass es noch viele verborgene Kammern und Schätze gibt, die entdeckt werden müssen. Nummer 16. Es heißt, der Berg Kunlun sei ein heiliger Ort, an dem Götter und Göttinnen residieren. Der chinesischen Mythologie zufolge diente er als Brücke zwischen Himmel und Erde. Der Kunlun-Berg erstreckt sich über 3000 Kilometer in Zentralasien. Er weist vielfältige und einzigartige geologische Merkmale auf, die von Gletschern bis zu Basaltsäulen reichen.
Es wird angenommen, dass sich der Berg vor über 250 Millionen Jahren gebildet hat und in alten Zeiten glaubte man, dass er die Heimat furchterregender Bestien und geheimnisvoller Wesen sei. Einer volkstümlichen Legende zufolge schmolz die Göttin Nuwa die Säule, die den Himmel stützte, so dass sie kippte und Himmel und Erde voneinander trennte. Seitdem gilt der Kunlun-Berg als das Tor zur Unterwelt. Manche glauben, dass der Berg ein geheimes Tunnelnetz enthält, das ihn mit anderen antiken Städten auf der ganzen Welt verbindet. Es ist jedoch nicht leicht, an diese Städten heranzukommen. Das Gebirge wird aufgrund seiner strategischen Lage an der Grenze zu Afghanistan, Indien, Pakistan und Tadschikistan streng bewacht. Andere wiederum glauben, dass es einen unheimlicheren Grund gibt, warum es den Menschen nicht erlaubt ist, das Gebiet zu erkunden. Könnte in den Höhlen etwas verborgen sein, das die Regierung nicht sehen will? Was meint ihr dazu? Nummer 15. Der Gedanke an ein bestimmtes Haus in Peking, in dem es in den 1970er Jahren angeblich spukte, kann jedem einen Schauer über den Rücken jagen. Shaonai Nummer 81 ist ein geheimnisvolles verlassenes Herrenhaus in einem der belebtesten Viertel von Peking, China. Das Haus wurde im 18. Jahrhundert erbaut, ist aber seit Jahrzehnten von Geheimnissen und Gerüchten umwoben. In der Tat wurde es in den 1940er Jahren verlassen, weil die Gerüchte über seinen Spuk zu groß waren. Im Laufe der Jahre haben sich zahlreiche Vorfälle ereignet, die die Gerüchte über den spukhaften Charakter des Hauses bestätigen. In den 1970er Jahren behaupteten mehrere Soldaten nachts, Geister in dem Gebäude gesehen zu haben und weigerten sich, es nach Sonnenuntergang zu betreten. Die Geschichte des Herrenhauses ist bestenfalls unklar. Einige glauben, dass es ursprünglich als Tempel gebaut wurde, bevor es zu einem Wohnhaus umfunktioniert wurde. Andere behaupten, es sei von einem wohlhabenden Kaufmann erbaut und als Spielhölle genutzt worden. Die Villa hat im Laufe der Jahre den Besitzer gewechselt, was zu der Annahme führt, dass die Geister der früheren Bewohner immer noch in ihr umherwandern. Eine weitere unheimliche Tatsache ist, dass es während des Zweiten Weltkriegs als Militärkrankenhaus genutzt wurde. Die chinesische Regierung weigert sich jedoch, irgendwelche Informationen über das Gebäude oder seine Geschichte preiszugeben. Nummer 14. Die geheimnisvollen Masken von Zhangxingdui sind außergewöhnliche Artefakte, die in den alten Ruinen der Zhangxingdui-Zivilisation gefunden wurden. Diese verschollene Zivilisation in der Provinz Sichuan hat viele Rätsel aufgeworfen, die die Fantasie der Forscher beflügelt haben. Die Zhangxingdui-Masken stammen aus dem Shu-Königreich des alten China und sind damit über 3000 Jahre alt. Sie sind aus Bronze, Holz oder Jade gefertigt und zeigen eine erstaunlich realistische Mimik. Was diese Masken so geheimnisvoll macht, ist ihr unbekannter Ursprung und ihre Bedeutung. Die Zhangxingdui-Zivilisation blieb den Historikern lange Zeit unbekannt, bis die archäologische Stätte in den 1980er Jahren entdeckt wurde. Es ist immer noch ein Rätsel, wer diese Masken geschaffen hat und zu welchem Zweck sie verwendet wurden. Einige Theorien besagen, dass sie bei religiösen Zeremonien, Ritualen oder als Symbole für Macht und Status verwendet wurden. Wissenschaftler haben sogar vorgeschlagen, dass die Shu eine ganz andere ethnische Gruppe gewesen sein könnten. Nummer 13. Obwohl es Dinosaurier wirklich gab, üben sie immer noch die gleiche Faszination aus wie Drachen und Fabelwesen. Eine Kreatur, die so groß wie ein Gebäude ist und in Rudeln jagt, klingt natürlich ziemlich furchterregend, aber zum Glück muss die Menschheit nicht mit ihnen koexistieren. Verschiedene Wissenschaftler versuchen jedoch, die Dinosaurier wieder zum Leben zu erwecken. Ein Fund von Dinosaurier-Eiern oder Embryonen in Jiangxi hat vielen Menschen einen Schauer über den Rücken gejagt. Man nimmt an, dass die Dinosaurier-Eier aus der Jura-Zeit stammen, also aus der Zeit vor etwa 145 bis 200 Millionen Jahren. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Dinosaurier-Embryo in einem außergewöhnlich gut erhaltenen Ei gefunden wurde. Man geht davon aus, dass er zu einer Art von Hadrosaurus gehört, einem gigantischen pflanzenfressenden Dinosaurier mit einem Entenschnabel, der vor über 66 Millionen Jahren auf der Erde lebte. Der Fund ist nicht nur unglaublich selten, sondern auch der am besten erhaltene Dinosaurier-Embryo, der je gefunden wurde. China ist eine reiche Quelle für versteinerte Dinosaurier-Eier mit über 200 Fundstellen im ganzen Land. Eine bemerkenswerte Entdeckung wurde im Jahr 2021 gemacht, als ein Forscherteam in Guangzhou, China, eine Gruppe versteinerter Dinosaurier-Eier fand. Es wurde vermutet, dass die Eier von einer Art Oviraptorosauria stammen, einer Gruppe gefiederter Dinosaurier, die für ihre charakteristischen Schnäbel und kunstvollen Kämme bekannt sind. Im Jahr 2015 wurde in Südchina ein weiteres Fossil eines Dinosaurier-Embryos gefunden. Er gehörte zu einer Art von Theropoden, einer Gruppe fleischfressender Dinosaurier, zu der auch der Tyrannosaurus Rex gehört. Nummer 12. Die Entdeckung von 113 antiken Gräbern hat die Archäologen aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt.
Diese Gräber wurden in der Stadt Huanghua in der Provinz Hebei gefunden. Sie stammen aus der östlichen Han-Dynastie, die von 25 bis 220 nach Christus andauerte. Es wird angenommen, dass die Gräber einfachen Bürgern gehörten, da sie einfach gestaltet waren und keine komplizierten Verzierungen oder Schnitzereien aufweisen. Interessant an der Entdeckung ist, dass jedes Grab einen Keramiktopf enthielt, der wahrscheinlich für Lebensmittel oder als Opfergabe für den Verstorbenen verwendet wurde. Neben den Töpfen enthielten viele der Gräber auch Töpferwaren, Bronzespiegel und Münzen. Ein weiterer interessanter Aspekt der Entdeckung ist die Lage der Gräber. Sie wurden in einem Gebiet gefunden, das als Jizong-Senke bekannt ist und einzigartige geologische Merkmale aufweist. Auch wenn die Zahl 113 im Zusammenhang mit den Gräbern selbst keine besondere Bedeutung hat, könnte die Entdeckung einer großen Anzahl von Gräbern an einem Ort für Archäologen von Bedeutung sein. Was denkt ihr, was hier passiert sein könnte? Nummer 11. Mehrere Forscher behaupten, den Schädel einer neuen menschlichen Spezies gefunden zu haben, die möglicherweise unser bisher engster Verwandter sein könnte. Dieser Fund hat das Potenzial, unser Verständnis der menschlichen Evolution zu verändern. Der Schädel, der als Drachenmensch bezeichnet wird, wurde in der Stadt Harbin in China gefunden und ist über 146.000 Jahre alt. Diese Entdeckung könnte die Kluft zwischen dem modernen Menschen und unseren alten Vorfahren überbrücken und neue Einblicke in die Evolution der Gattung Homo sapiens bieten. Den Forschern zufolge weist der Drachenmensch eine einzigartige Kombination anatomischer Merkmale auf, darunter ein flaches und breites Gesicht und quadratische Augenhöhlen, die denen der frühen Menschen ähneln. Diese Entdeckung kann dazu beitragen, bestimmte Fragen zur menschlichen Evolution zu beantworten, da unsere Fossilienaufzeichnungen aus der Zeit zwischen 400.000 und 40.000 Jahren nur begrenzt sind. Zum Vergleich, die bekannten Neandertaler stammen erst aus der Zeit vor etwa 400.000 Jahren. Einige interessante Fakten über den Drachenmenschen sind, dass der Schädel der größte und vollständigste Homo sapiens Schädel ist, der je gefunden wurde. Man schätzt, dass das Gehirn des Drachenmenschen größer war als das des modernen Menschen, was auf fortgeschrittene kognitive Fähigkeiten schließen lässt. Nummer 10. Eine Kakerlakenfarm mag wie ein seltsames Konzept klingen, aber an manchen Orten, darunter in China, ist sie eine blühende Industrie, die seit Jahrzehnten existiert. In China begann die Kakerlakenzucht in den 1980er Jahren als Mittel zur Verarbeitung von Lebensmittelabfällen. Die Idee war, Kakerlaken als natürliche und effiziente Methode zur Zersetzung organischer Abfälle zu nutzen. Diese Farmen beherbergen Milliarden von Kakerlaken, die mit Essensresten und Abfällen von örtlichen Restaurants und lebensmittelverarbeiteten Betrieben gefüttert werden. Interessanterweise sind die Kakerlaken selbst in China auch eine wertvolle Ware. Einige Landwirte verkaufen sie an Pharmaunternehmen, die sie zur Herstellung traditioneller chinesischer Arzneimittel verwenden, die zur Behandlung von Krankheiten wie Geschwüren und Atemwegserkrankungen eingesetzt werden. Außerdem können ihre Schalen zu Proteinpulver für Tierfutter verarbeitet oder sogar zu Kosmetika verarbeitet werden. Auch wenn das Konzept einer Kakerlakenfarm für manche unattraktiv erscheinen mag, argumentieren Befürworter, dass dies ein nachhaltiger und umweltfreundlicher Ansatz ist. Es wurden jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Haltungsbedingungen der Kakerlaken und des Risikos der Krankheitsübertragung geäußert. Nummer 9. Ihr habt wahrscheinlich schon vom Fluch der Pharaonen und der Mumien gehört. Aber habt ihr auch von dem Fluch gehört, der mit der Entdeckung der Terrakotta-Armee aufkam? Kaiser Qin Shi Huang, bekannt für seine Paranoia, wollte, dass diejenigen, die seine Ruhe störten, leiden. Seit sie 1975 von Bauern ausgegraben wurden, sind etwa 8000 Terrakotta-Soldaten ausgegraben worden, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Gesichtszügen. Es wird angenommen, dass Kaiser Qin Shi Huang sie anfertigen ließ, um ihn im Jenseits zu beschützen. Ein Zeugnis seiner Paranoia und seines Wunsches nach Unsterblichkeit. Während die Entdeckung der Terrakotta-Armee als bedeutende archäologische Errungenschaft gefeiert wurde, tauchten auch Gerüchte über einen Fluch auf, der mit der Stätte verbunden sein soll. Die Legende besagt, dass 7 Bauern, die an der Entdeckung der Armee beteiligt waren, alle ein schreckliches Unglück erlitten. 2 von ihnen starben kurz nach der Entdeckung, während die übrigen 5 in Armut und schlechter Gesundheit zurückblieben. Manche schreiben diese Schicksalsschläge dem Geist des Kaisers Qin Shi Huang zu, der durch die Entdeckung seiner Armee beunruhigt worden sein könnte. Glaubt ihr, dass dieser Ort verflucht ist? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 8. Dank der modernen Technik haben wir heute viele Möglichkeiten, Erdbeben zu erkennen, von GPS bis zu Satellitenaufnahmen. Doch immer häufiger werden Technologien aus der Geschichte entdeckt, die uns heute überraschen. Was wäre, wenn wir euch sagen würden, dass die alten Zivilisationen unheimliche Methoden hatten, um vorherzusagen, ob ein Erdbeben bevorsteht? Obwohl es damals nur begrenzte Methoden zur Vorhersage von Erdbeben gab, war das Gerät von Zhang Heng eine bedeutende Errungenschaft und gilt noch heute als Meisterwerk der Technik.
Das alte chinesische Seismometer, das vor 2000 Jahren erfunden wurde, ist ein unglaubliches Zeugnis für den Einfallsreichtum der frühen Wissenschaftler. Das Gerät hatte die Form eines Bronzefasses, das mit komplizierten Gravuren und Inschriften verziert war. Doch das Innenleben des Seismometers war nicht sichtbar. Dieses antike Seismometer war so konzipiert, dass es Erdbeben durch ein komplexes System aufspüren konnte, das selbst die geringsten Erschütterungen erkennen konnte. Interessanterweise hat das Seismometer zu Lebzeiten von Zhang Heng keine Erdbeben vorhergesagt, konnte aber kleine Erschütterungen in einer Entfernung von bis zu 800 Kilometern feststellen. Nummer 7. Bis jetzt haben wir hauptsächlich über Geschichte und Entdeckungen gesprochen. Aber wie wäre es mit etwas, das vielleicht 100-mal erschreckender und beunruhigender ist? Heiraten und Kinder kriegen sind natürliche und unverzichtbare Bestandteile des menschlichen Lebens. Aber als die chinesische Regierung damit begann, die Zuchttauglichkeit von Millionen von Frauen im Land zu überwachen, löste dies weltweit Besorgnis und Empörung aus. Berichten zufolge erhielt eine Datenbank von 18 Millionen Frauen in China Informationen über ihren Familienstand, ihr Alter, ihre Ausbildung und darüber, ob sie fortpflanzungsfähig waren. Ein Begriff, den viele als beleidigend und aufdringlich empfanden. Der Ursprung der Datenbank ist nicht ganz klar. Einige Quellen deuten darauf hin, dass sie als Mittel zur Überwachung des Bevölkerungswachstums angelegt wurde. Andere vermuten, dass sie zur Erleichterung des Matchmaking gedacht war. Unabhängig vom ursprünglichen Zweck hat die Existenz einer solchen Datenbank zu Recht Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre und der staatlichen Kontrolle in China hervorgerufen. Nummer 6. In Shangxingdui entdeckten Archäologen komplexe Bronzeobjekte und mit antiken Schätzen gefüllte Opfergruben. Der Ursprung und die Legende um Shangxingdui sind jedoch nach wie vor geheimnisumwittert und die Wissenschaftler versuchen immer noch, die wahre Geschichte hinter der Stätte zu rekonstruieren. Einigen Quellen zufolge gehörte das Volk von Shangxingdui zum Königreich Shu. Dieses Reich wurde von einer Reihe legendärer Könige regiert und manche glauben, dass die in Shangxingdui gefundenen Artefakte Teil ihrer extravaganten Begräbnisrituale waren. Trotz ihrer antiken Herkunft sind die gefundenen Artefakte bemerkenswert in ihrer Detailtreue und Handwerkskunst. Von komplizierten Bronzemasken bis hin zu kunstvollen goldenen Ornamenten ist jedes Stück ein Zeugnis für das Können und die Kreativität der Menschen, die sie hergestellt haben. Es liegt auf der Hand, dass die Menschen in Shangxingdui tief mit ihrem Glauben und ihren Traditionen verbunden waren und ihre Kunst als Mittel zur Verbindung mit dem Göttlichen diente. Nummer 5. Inmitten der traditionellen Tempel, die sie umgeben, erscheint die Drachenrolltreppe wie eine Kuriosität, aber sie ist ein Meisterwerk modernen Designs, das ein einzigartiges Erlebnis bietet. Die Drachenrolltreppe in Peking ist ein Wunderwerk der Architekturtechnik. Diese Rolltreppe ist 210 Meter lang und fast 7 Stockwerke hoch. Der Ursprung der Drachenrolltreppe liegt in der internationalen Gartenbauausstellung, die 2019 in Peking im Bezirk Yangqing stattfand. Die Expo war dem Thema Live Green, Live Better gewidmet und die Dragon Escalator wurde einbezogen, um nachhaltige Designelemente und Materialien in die Veranstaltung einzubinden. Die Fahrt mit der Drachenrolltreppe ist ein einzigartiges Erlebnis. Die Rolltreppe ist nicht nur ein Mittel, um sich zwischen verschiedenen Ebenen zu bewegen, sondern nimmt die Besucher mit auf eine Reise durch eine Reihe von atemberaubenden Landschaften. Die Drachenrolltreppe ist von einem künstlichen See umgeben und während des Aufstiegs hat man einen Blick auf Wasserfälle und Gärten. Sie ist übrigens die längste Freiluftrolltreppe der Welt und kann bis zu 7300 Personen pro Stunde befördern. Nummer 4. Die Höhle der Feen liegt im Shangping-Bezirk von Peking und ist für die hängenden Särge bekannt, die ihre Wände schmücken. Diese Särge wurden vom Bo-Stamm aufgehängt, einem alten Volksstamm, da er einst in dieser Gegend lebte. Lokalen Legenden zufolge wurde die Höhle vor über 3000 Jahren während der Zhou-Dynastie erbaut und diente als heilige Begräbnisstätte für ihre Vorfahren. Man glaubte, dass das Aufhängen der Särge ein Zeichen des Respekts für die Verstorbenen war und sie vor Tieren und Überschwemmungen schützte. Die genaue Technik, mit der die Särge aufgehängt wurden, bleibt jedoch ein Rätsel. Im Bezirk Changping gibt es über 3000 Klippen und Höhlen und viele von ihnen enthalten verborgene Gräber und Artefakte alter chinesischer Zivilisationen. Trotz ihrer historischen Bedeutung werden die hängenden Särge in der Höhle der Feen von manchen Menschen als unheimlich empfunden. Der Anblick der hoch an den Höhlenwänden hängenden Särge kann ziemlich beunruhigend sein und man sagt, dass man in der Höhle Schritte hört, auch wenn niemand anwesend ist. Nummer 3. Tief im Herzen Chinas liegt eine Mumie, die die Fantasie von Menschen auf der ganzen Welt beflügelt hat. Bekannt als die Dame von Dai, ist diese uralte Leiche eine Quelle der Faszination und des Unbehagens zugleich. Die Dame von Dai wurde in den frühen 1970er Jahren in einem Grab in der Provinz Hunan entdeckt. Man nimmt an, dass sie während der Han-Dynastie lebte, die von 206 vor Christus bis 220 nach Christus dauerte, was sie über 2000 Jahre alt macht.
Die Dame von Dai ist für ihren bemerkenswert gut erhaltenen Körper bekannt, der trotz ihres Alters von über 2 Jahrtausenden weitgehend intakt geblieben ist. Archäologen vermuten, dass sie durch eine sorgfältige Kombination aus Einbalsamierung, Austrocknung und der Verwendung spezieller Bestattungsmaterialien konserviert worden sein könnte. Das Grab, in dem die Dame von Dai gefunden wurde, enthält über 1000 Artefakte, darunter aufwendige Seidenkleidung und eine Vielzahl von Grabbeigaben. Bis heute sind die genauen Methoden, die ihren Körper so gut erhalten haben, ein Rätsel. Auch der Anblick ihrer unveränderten, in der Zeit eingefrorenen Gesichtszüge bleibt zutiefst beunruhigend. Findet ihr nicht auch? Nummer 2. Eines der faszinierendsten Phänomene, die in den letzten Jahren in China aufgetaucht sind die sogenannten Geisterstädte. Dabei handelt es sich um riesige Siedlungen mit Wohnungen, Büros und öffentlichen Räumen, die zwar gebaut wurden, aber derzeit weitgehend leer stehen. Die unheimliche Atmosphäre dieser Orte hat dazu geführt, dass sich viele Menschen fragen, was hier eigentlich vor sich geht. Eine der bekanntesten Geisterstädte in China ist Ordos. Sie liegt im Norden des Landes und sollte eigentlich mehr als 1 Million Menschen beherbergen. Doch im Jahr 2022 werden es schätzungsweise nur noch 30.000 Einwohner sein. Die Stadt ist voll von leeren Wolkenkratzern, grandiosen Plätzen und riesigen Autobahnen, die die Landschaft durchkreuzen. Manche haben sie mit einer postapokalyptischen Umgebung verglichen. Wusstet ihr, dass viele Geisterstädte in China Nachbildungen berühmter internationaler Wahrzeichen sind, wie zum Beispiel Paris oder Manhattan? Was auch immer die Ursache sein mag, Tatsache ist, dass diese riesigen Städte, die für Millionen von Menschen gebaut wurden, derzeit leer und verlassen sind. Nummer 1. Atlantis war eine mythische Insel, die erstmals in Platons Dialogen Timaeus und Critias erwähnt wurde. Die Legende besagt, dass Atlantis durch eine Katastrophe vollständig untergegangen ist. Aber wusstet ihr, dass China seine eigene verlorene Stadt hat? Diese Stadt heißt Chimao und ist schätzungsweise über 4000 Jahre alt. Sie liegt im Norden Chinas und wurde erst 1976 entdeckt, als eine Gruppe von Bauern beim Graben eines Brunnens auf einige ungewöhnliche antike Artefakte stieß. Was sie bis jetzt entdeckt haben, ist atemberaubend. Die Stadt beherbergt eine gewaltige, über 70 Meter hohe Pyramide sowie zahlreiche mit menschlichen Schädeln gefüllte Gruben, die auf eine dunkle und geheimnisvolle Vergangenheit hinweisen. Außerdem gibt es umfangreiche Verteidigungsanlagen, Wandmalereien und andere Artefakte, die darauf hindeuten, dass das Gebiet einst von einer hochentwickelten und komplexen Gesellschaft bewohnt wurde. Wie bei vielen verlorenen Städten ist auch hier die Geschichte nicht ganz klar. Einige vermuten, dass sie aufgrund von Dürre oder Überschwemmungen verlassen wurde, während andere vermuten, dass sie das Ergebnis eines Krieges war. Würdet ihr gerne China besuchen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.